Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Karmesin. Ja, beim letzten Mal haben wir uns den Herrscher des Stahls gefangen. Und sind immer noch in der Wüste. Oder, ja, Wüstengebiet. Wüstenähnliches Gebiet. Und ja, ich habe mal gesehen, hier hinten ist auch noch ein Ort oder sowas. Und ich habe mir gedacht, wir können ja einfach mal dorthin gehen, ne? Bevor wir uns dann dahin begeben, wo wir eigentlich hin wollten. Und ja, ich bin nur ein Stückchen weiter nach vorne gelaufen, habe hier ein mobiles Pokémon Center gefunden und bin dort einfach erst einmal hingegangen. Wow, das Teil ist schnell. Und irgendwo hier hinten hatte ich noch einen Trainer gesehen, den wir, glaube ich, noch nicht bekämpft hatten. Und den suchen wir jetzt noch auf. Und ja, ich habe Osquin. Bist du ein Shiny oder bist du einfach nur blau? Moment. Es ist ein Shiny! Cool. Random Shiny Schlurm. Okay. Ja, jetzt, ich traue mich jetzt nicht, das anzugreifen, ne? Ich kann ja mal einen Wangenruppler einsetzen, das wird nicht so viel Schaden machen. Und das in meinem Paralysieren. Ja. Ey, wenn du das killst hier, ist jetzt extra keine Kampfattacken ein. Definitiv nicht, ist ein Shiny und das will ich haben. Das zweite Shiny-Pokémon random gefunden. Holy shit. Boah, jetzt wird ein Crit schon killen, deshalb lass ich's mal. Nein, komm schon. Ich hab noch wieder Ball, ne? Den könnte ich auch einsetzen. Wir haben ja schon mal eins gefangen. Ja, versuchen wir mal damit. Ja, gut, dass ich nochmal hier rumgelaufen bin, ne? Das war auf jeden Fall ungewollt gut. Brauchen wir mehr Pokebälle wieder? Ich hab kaum Superbälle. Jetzt bleib drin, du verdammte Vieh! Zumindest hat es keine Recoil-Attacken anscheinend. Das ist ja zumindest schon mal etwas. Du hast nämlich, jetzt bleib drin. Mann. Ich hab gesagt, du sollst drin bleiben, du Scheißteil. Ich glaube, ich wechsle mal raus. Flamingo sollte eigentlich das meiste gut handeln können. Bodenattacken haben keine Wirkung. Und Stahl ist auch nicht effektiv. Nebenbei, hier gibt es ja auch wilde Voltoball, wie man da hinten sieht. Die können boomen. Nur mal so zur Info. Sogar auf der Overworld können die boomen. Mann, ich traue mich nicht mehr, das anzugreifen. Das hat doch eben schon, glaub, dreimal gewackelt. Das bleibt drin, du verdammtes Teil. Es will nicht. Es will einfach nicht. Mein letzter Superball. Ey, okay, ich greife mir Flügelschlag an, okay? Weil meine Kampfattacken killen das, definitiv. Ja, es ist im orangenen Bereich immerhin schon mal. Na komm schon, bleib drinnen im Ball. Es will nicht. Jetzt will meine Euphorie nicht mehr. Nein! Nee, du quittest. Danke. Das war zu schnell gedrückt. Warum treffen eigentlich Bodenattacken? War das eine Fähigkeit, die ich nicht mehr im Kopf habe? Ey, sag mal, was hast denn du für eine Fangrate? Wenn ich jetzt hier alle meine Bälle verschwende an dem Teil,
Und es sieht irgendwie so aus. Ey, ich krieg's kotzen, ne? Ich krieg's kotzen. Bleib jetzt drin. Danke, mein Gott, ey. Ein Critical Wurf, Catch. Ah, vermengt nur Ruheort. Na, komm für Scanner. Ich nutze Scanner sowieso nie. Meine Güte, ey. 5 Minuten. Oh, hier liegen ganz schön viele Items gerade rum. Boah. Ganz viele Dönersteine. Wo war Schwester Joy nochmal? Mein Orientierungssinn kickt schon wieder. Ich weiß. Irgendwo da unten, ne? Oh, die ganzen Brocken liegen hier auch rum. Ja, ich glaube nicht, dass wir heute uns um den nächsten Arena-Leiter kümmern. Wir können eventuell dort in die Nähe heute kommen. Aber ich will mich jetzt erstmal hier ein bisschen noch drum kümmern. Hier war nebenbei auch noch ein Gearspenst irgendwo, ich glaube hier. Habe ich halt auch schon eingesammelt. Wenn ihr auch noch irgendwo ein Shiny seht, schreit, ne? Da ist auch noch eins. Mir heim voraus, okay. Wow, ein Hariyama. Aber ich habe keine Bälle mehr. Und da hinten ist das Gift, Teamstar-Mitglied, aber ja, da kümmern wir uns auch in naher Zukunft, aber vorher gibt es noch ein paar Sachen zu tun. Wenn man diese Schlurms hier fängt, die im Boden sind, weiß ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht. Muss ich mal so zugeben. Musiker in Lavinia, okay. Wir nehmen Sepulsia. Das ist fast ein passendes Pokémon für Musiker. Ich habe aber mit Pamomamo keine guten Attacken gegen es, aber es ist nur ein Sepulsia. Also was wollen wir hier auch? Es ist zwar ein stylisches Pokémon, aber es ist halt kein gutes Pokémon. Das muss man mal so leider sagen. Wahrscheinlich eine Country-Sängerin oder so. Wow. Aber ist das so schnell? Was wollen die Kupfandis ja eigentlich alle von mir? Gut, wir klettern mal hier rauf. Ich glaube, ganz oben von diesen Türmen sind meistens, also ja, hier liegen meistens eine TM herum. Sandsturm, okay. Und ich glaube, ganz oben ist meistens ein Truhen vorm Gearspenst. Wenn man ganz hoch klettert. Ein EP-Bonbon M. Okay, not bad. Hier kriegt man auch größtenteils durch die Raids wieder. Also man kann sie auch random hier finden, wie man sieht, aber nein, ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich hab doch schon eins. Warum kann ich nicht fliehen? Dann halt nicht. Dann besiegen wir dich halt. Wie gesagt, ich habe schon eins und ich will kein zweites. Also machen wir dich fertig hier. Ja? Wird eigentlich nur. Okay, nee, ich kann nicht darunter. Mann. Fall einfach hier runter. Kalabonga! Wir nehmen die Abkürzung.
Etwas raue Abkürzung, aber was soll's. So, gut. Haben wir das auch? Wir könnten auch mal... Und ist ein Raid. Nein! Ich habe ich auch schon. Und ist wieder ein Raid. Eventuell können wir uns den heute einfach mal angucken. Dann haben wir das auch mal gesehen hier im Video. Why not, ne? Okay, du bist kein Raid. Das ist einfach nur Negios. Wow, wie viel Dönersteine haben wir bitte schon? Hui. Mal gucken, was da ist. Das Vieh kennen wir, glaube ich, auch schon, ne? Nextremo, die Weiterentwicklung von diesem Grashüpfer-Viech da. So, wenn du eine Funkensprung überlebst, dann lasse ich dich am Leben. Dann versuche ich die zu fangen. Ausdauer wäre natürlich jetzt sehr praktisch, weil das würde uns in die Karten spielen. Wenn schläft ein Vehikel. Ja, das ist natürlich wieder nur das Problem. Ich habe halt nur meine Pokebälle, ne? Ich muss mal ein Pokémon Center aussuchen. Nicht nur ein mobiles Pokémon Center. Mein Gott, ey, bleib drin. Heute ist ein sehr fangreicher Part anscheinend wieder. Okay, jetzt habe ich aus Versehen wieder durchgeklickt, aber was soll's. Es hat zum Glück Ausdauer eingesetzt. Es bleibt drin. Du hast nur noch ein KP. Meine Güte. Hab's mal rausgeschnitten. Hoffe ich mal. Pokémon fangen, ne? Es ist manchmal echt zum Kotzen. Und ich muss jetzt auf jeden Fall einen Pokémon Center aussuchen. Deshalb machen wir es jetzt mal auf den Ort hin, wo ich die, was ich auf der Karte markiert habe. Weil da gibt es Pokémon Center. Okay, da hinten ist auch schon eins. Na, die Items will ich aber schon mitnehmen. Dann ist zum Glück eins. Achso, wir sind auch in der Nähe von dem... Nein. Gift, Team Star Typies. So, erstmal Pokémon heilen und dann neue Bälle kaufen. Definitiv. Hab nämlich kaum noch was. Ja, wir gehen jetzt natürlich noch nicht zum Team Star. Auch wenn ich mit meinem Zulot, glaube ich, ganz gute Karten gegen es habe und mein Fehlstahlviechi hier hat ja auch, ja, durch den Stahltypen eben allgemein eigentlich keine Probleme mit Gift-Pokémon. So, ich glaube, davon hole ich mir auch einfach mal 5 Stück noch. Ja. Sollte erst einmal wieder reichen. Gut. Können die Shinies ja kommen. So, mit wem will ich hier mal kämpfen? Zulot kann man wieder kämpfen. Hat schon länger keinen Einsatz mehr gehabt. Von daher passt das eigentlich schon. Außer der kommt jetzt mit irgendeinem Pflanzen. Was war immer noch Pokémon? Schlaraffel. Das war normal Pokémon noch, ne? Das sollte hier eigentlich gehen. Wir sind sogar schneller, wow. Überrascht mich etwas. Ah, sogar noch vergiftet.
Ih, macht man denn sowas? Jetzt müssen wir es ja auch noch quitten oder sowas. Oder setzt ein Fessler ein. Also ich meine, letzten Endes stirbt so oder so irgendwann wegen dem Gift. Setzt sie weiterhin Horte ein. Was bist du denn für einer? Andauernd horten die hier nur herum. Das ist kein gesundes Verhalten, ja? Aber was macht man doch nicht? Das ist da hinten der Ort, wo ich hin will, oder Manguspector? Ja, okay, da setze ich mal mein Vögelchen hier ein, weil ja, geht schneller. Den ollen Donald hier zu besiegen. Hallo, Mr. Trump, wie geht's denn so? Hoffe schlecht. Und tschüss, Mr. Trump. Oder war es Mrs. Trump? I don't know. Es ist auf jeden Fall weg. Die Rackwell, Rachel, oder wie man diesen Namen nochmal ausspricht, ist besiegt. Ich glaube, da hinten ist sogar der Ort, wo wir hin wollen. Dann ist ja gut. Oh shit, ein Larvita, ein Larvita. Du wirst jetzt mein sein. Außer es dauert zu lang, dann cutte ich das nämlich wieder für euch raus. Wir eben bei dem anderen Vieh schon. Weil das muss ja nie sein. Oh, stimmt, das ist ein Boden-Pokémon, verdammt. Das ist mir doch glatt entfallen. Ich versuch's einfach mal im Ball. Ich glaube, Larvita hat keine allzu gute Fangrate. Okay. Ein Ball drin geblieben, wunderbar. Es ist ja erst als Despotan kein Boden-Pokémon mehr, ne? Ja, Gesteinsboden. Als Pupita ist es auch noch ein Gesteinsboden-Pokémon und als Despota ist es dann ein Gestein-Unlicht-Pokémon. Ja, das da hinten ist sogar der Ort, wo ich hin will. Dann ist ja gut. So, hier können wir mal kurz abkürzen. War da irgendwo ein Trainer? War das da oben? Ah, oh, da ist ein Kurtel. Mann, wieso laufen hier über so viele Pokémon rum, die ich noch nicht habe? Diktri, Hariyama, du hast dir einen echt ungünstigen Ort hier ausgesucht. Meinst du das, mein Kumpel? Hier sind sehr viele Pokémon, die dich vermöbeln wollen. Zumindest das Hariyama da bestimmt. Ein Wolverock. Seiner Nachtform. Oh, da sogar zwei Pokémon. Muss Pamumamo, ich kann mir diesen Namen nicht merken, ey. Das ist auch so seltsam. Immer noch eine. Oh, du hättest auch nur einmal angreifen können, oder? Da wärst du wenigstens besiegt worden. Oh nein. Das ist das Blöde bei diesen Multi-Attacken. Die verfehlen immer einmal zu viel. Ich lore. Kannst du drin bleiben? Wie gerade eben. Ein Hit mehr und es wäre besiegt worden. Aber nein, man muss ja nur dreimal treffen anstatt viermal. Lord, wenn eine neue Schlammwoge. Also speziell. Ja, ist zwar eine starke Attacke, aber der Spezialangriff von meinem Zulord ist jetzt nicht gerade der beste. Obwohl er erhöht wird. Das bedeutet ja nichts. Nehmt mal, das ist das Allernervigste hier. Dass
die Pokémon sich eben noch bewegen können, während man am Kämpfen ist und so. Und setzt das Schutzschild ein. Und das bedeutet dann halt, ja, sie können... Ah, das war schon fast Schaden. Einen dann angreifen, während man regungslos ist. Jetzt ist das Nervige. Flammensturm. Au. Bleib bitte drin. Einfach drin bleiben, einfach drin bleiben. Nein, natürlich nicht. Okay, eigentlich wollte ich rausschneiden, aber der nächste Ball war schon ausreichend. Dann ist ja gut. Ja, das ganze Pokémon fangen tut natürlich auch dafür sorgen, dass ich... nein, ich will keinen Spitznamen geben. Und ich will ihn auch nicht ins Team nehmen. Ich habe schon ein gutes Feuer-Pokémon dabei. So, wir sind jetzt gleich da, wo wir hin wollten. Nämlich da oben. In dem kleinen Ort. Da ist noch ein Trainer. Das ist Micros Entwicklung und ein paar Micros. Name ist immer noch seltsam. So, Coolort, du kannst nochmal versuchen, wenn wir gegen diesen Typen hier kämpfen. Ja, ich meine, auch solche Parts muss man geben, wo mir keinen direkten... ja, natürlich kommt er jetzt mit Wasser-Pokémon an, ne? Wo mir keinen direkten Story-Fortschritt oder so erzielen. Aber sowas muss halt auch mal sein, ne? Wir sehen ja trotzdem neue Orte, neue Trainer. Wow, Coolort kann einen Gegner one-shotten. I'm surprised. Baldorfisch. Baldorfisch. Irgendwie ein Pokémon, das ich zwar mag, aber nie wirklich nutzen konnte oder wollte. Hat zwar in Legends ja eine Entwicklung bekommen, aber die ist halt nur Legends exklusiv. Und wie gut es da ist, weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Es gab ja auch hier Toroak zu sehen, ne? In seiner Legends Form. Oh, ein Schuppet. Schuppet. Das müsste ja eigentlich bedeuten, dass es eben auch Pokémon von dort geben könnte in diesem Spiel hier. Wo ich jetzt schon wieder vergessen habe, wie die Region nochmal hieß. Aha. Wie ist die nochmal? Ich habe den Namen vergessen, egal. Ist halt jetzt einfach mal die Legends-Pokémon. Dass wir da eben auch welche von spätestens mit Pokémon Home kompatibel gemacht wird irgendwann nächstes Jahr. Eventuell kann man ja dann ein paar davon hier auf die Spiele bringen. Und dann kann man die nutzen. I don't know. Ja, wir haben einen neuen Ort gefunden. Hurra. Das kann natürlich auch passieren. Dadurch, dass ich jetzt nicht so extremst die Welt immer erkunde. Dass wir hier auch mal ein paar Vororte verpassen. Weil letzten Endes
Was verpasst man in diesem Spiel schon, ne? Oder warte mal. Ah, nee. Genau. Okay, der Ort ist sogar gar nicht so unwichtig. Denn ich habe den Namen von dem Pokémon wieder vergessen. Aber wir haben eins. Wenn man ihm die Items bringt, die er sehen will, kriegt man für... Wo hab ich's dann? Ja, hier nebenbei nochmal mein Shiny. Das ist nicht Shiny. Wo bist du? Wo bist du? Da. Ein Knabbern. Wenn man ihm die Items bringt, die er sehen will, dann kriegt man das Entwicklungs-Item für Knabbern. In Kamezin will er Bronzel sehen. 10 Stück. Und Bronzel, ja, ist es eigentlich nicht so schwer zu finden. Überall, wo es Ruinen gibt. Ey, da ist der Typ, der einen rumfliegt. Ja, cool. Scheint ein wichtiger Ort zu sein. Da ist sogar eine Arena. So ein Kampffeld. Interessant. Naja, das Blöde ist hier halt, man kann nirgendwo hinein. Man kann einfach nirgendwo hinein. Und man kriegt ja auch überall nur irgendwelche Imbiss-Sachen. Und das ist immer nur das Unnötige. Warum gestaltet man so viele Häuser und alles Mögliche, wenn man eh nirgendwo rein kann? Deshalb sind die ganzen Leute wahrscheinlich auch draußen. Was ansonsten sowieso unnötig ist. Aber naja. Da habe ich mir schon ein paar Mal drüber aufgeregt, ne? Gut, hier scheint es jetzt auch nichts Interessantes zu geben. Du bist ganz schön bufft, meine Liebe. Muss man mal so zugeben. Ja, wie gesagt, hier gibt es nicht wirklich was. Dann würde ich mal sagen, machen wir einfach mal einen Cut. Das war's mit Pokémon Kamezin für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Bekundung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, immer freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir uns dann wahrscheinlich wirklich mal in Richtung der Wasserarena begeben werden. Aber das werden wir beim nächsten Mal dann sehen. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.